Moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier zu Startopia. Wir machen das dritte Kampagnenlevel und gucken uns mal, was da passiert. Mal sehen. Willkommen zum finalen Test Command R. In diesem dritten und letzten Testszenario geht es um eine Startopia-Basis, die den Planeten Gaudium 22 umkreist. Die galaktische Datenbank weiß über den Planeten Folgendes zu sagen: Die Bewohner von Gaudium 22 sind ein dekadentes Partyvolk, das als Währung Tanzschritte verwendet. Beispielsweise kostet dort eine Flasche Wein einen dreiminütigen Walzer. Ich gebe zu, dass ich aus der Irrationalität von Kohlenstofflebewesen nicht schlau werde, Commander, aber ich bin sicher, es wird einer der Gründe für ihre totale Vernichtung sein. Aber genug davon, wenden wir uns dem Szenario zu. Commander, entsprechend den Bedürfnissen der Bewohner von Gaudium 22 verfügt diese Startopia-Basis über ein Fundeck. Dort können Sie die verschiedenen Neigungen der Besucher abdecken. Erreichen Sie die festgesetzten Energieparameter des Szenarios, um den Test erfolgreich abzuschließen. Gut, versuchen wir das Ganze mal. Willkommen im simulierten Orbit von Gaudium 22, Commander. Ich will Ihr Stresslevel keinesfalls steigern, aber selbstverständlich hängt viel von diesem letzten Testszenario ab. Sollten Sie scheitern, würde das Ihre Karriere drastisch verkürzen. Auf exakt eine Millisekunde nach Ihrem Scheitern, um präzise zu sein. Aber ich bin. Nun, eigentlich bin ich nicht besonders zuversichtlich. Mein Evaluierungsalgorithmus gibt Ihnen eine Chance von etwa 40% und zwar dafür, nicht gleich in den ersten 5 Minuten zu versagen. Ich denke, ich muss Ihnen die Wichtigkeit dieses Szenarios nicht noch näher bringen. Commander, Ihr Ziel ist es, das Fundeck an Bord dieser Startopia-Basis auf Vordermann zu bringen, die Besucher zu erfreuen und nebenbei noch eine vernünftige Menge an Energie zu verdienen. Command R, beginnen Sie mit der Ausführung. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an hier oben. Dann fahren wir natürlich nichts. Und hier oben wird das. Okay, dann lass uns mal hier unten anfangen. Und zwar fangen wir an, indem wir... was machen wir denn jetzt hier? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal so eine... Wir brauchen auf jeden Fall erstmal so ein paar Kojen, ne? Die sind ja immer gut. Und wir machen... Was ist das hier unten? Das ist doch gut. Ein Riesenteilbombe. Commander, mittlerweile sollten sogar Sie die Grundlagen einer Startopia-Basis verstanden haben. Trotzdem möchte ich Sie aus gutem Willen noch einmal auf die Effektivität von hochexperimentellen Geräten, HEGs, hinweisen, die Ihnen auf leichteste Weise die Möglichkeit bieten, Besucher zu beeinflussen und Probleme zu bekämpfen. Okay, danke für den Tipp. Warte mal kurz. Da ist ja was. Das ist ja gerade dumm, wie der da steht. Sollen wir ein bisschen abbrechen hier? So, wir machen es nochmal. Denn so wie der gerade stand, waren die Türen hier oben an der Wand. Das macht ja nicht so viel Sinn. Macht doch Sinn, wenn wir natürlich das ganze Ding aufmachen. Wir gehen mal einen Schritt runter, damit das vielleicht ein Stückchen besser ist. So. Gut. Türen haben wir genug. Da besteht mir die ganze Scheiße. So. Bonusziel Hack benutzen, okay. So, eine Fuzzy-Ladestation brauchen wir auch. Die stellen wir hier hinten hin. Muss ja nicht so groß sein. So, was haben wir noch? Oh, ich will raus aus dem Menü. Das wollte ich natürlich nicht. Einen Röhrenlift haben wir doch, glaube ich, hier, oder? Ja, okay. Gut, da kommen schon ein paar Leute. Wir bauen auf jeden Fall... Wir müssen noch ein paar von diesen Müllrobotern bauen. Sie haben eine Koje errichtet. Eine gute Idee. Schließlich ist dies der Grundstein für eine vernünftige Operationsbasis. So, machen wir überall diese Mülldinger hin, damit das auch irgendwie was bringt. Und dann... Gucken, was haben wir noch hier? Frachtraum. Commander, schön, dass Sie auch daran denken, essentielle Müllbotter zu errichten. Ich habe schon klügere Kohlenstofflebewesen als Sie gesehen, die an so etwas gescheitert sind. Die ist echt einfach nur fies. Ich muss, dass mein IQ-Berechnungsprozessor in so niedrigstelligen Bereichen wie bei nicht-elektronischen Lebensformen Probleme hat, die feinen Unterschiede wahrzunehmen. Auch hin. Und wir brauchen auf jeden Fall auch eine Krankenstation. Da gucken wir mal, was wir da machen. Das ist schon viel Geld, ne? Bauen wir mal die etwas kleinere hier. Commander, Ihre Kommunikationszentrale macht einen guten Eindruck. Wenn Sie scheitern, können wir dies damit noch schneller in die Weiten des Alls hinaustragen. Das ist einfach noch geil, echt. Die können wir hier eigentlich hinbauen.
Aber die Krankenstation bauen wir nebenan, pass auf. Wir machen einfach mal hier das Shot auf noch. Kostet 10.000, machen wir trotzdem. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz hier, glaube ich. So. Jetzt aber. Ich baue erstmal eine kleine. Nein. Zurück. Ich wollte eine kleine bauen. Die hier. So. Stellen wir hier hin. Genau. Ist drin. Fertig. Und dann bauen wir noch eine Recyclingstation, wo der Müll muss ja auch irgendwo hin. Gut. Das ist mal so ein bisschen blöd, denn das stellen wir hier drüben hin. Na komm, ein bisschen nach vorne. So. Gut, was ist das denn hier? Fabrik, ja. Natürlich nicht verkehrt, eine Fabrik noch zu haben. Das können Sie auch hinbauen irgendwo. Das stellen wir jetzt hier drüben hin. Commander, Sie haben eine Krankenstation errichtet. Eine ausgezeichnete Idee, denn nach meinen Recherchen sind eng zusammenstehende Kohlenstofflebewesen, wie beispielsweise in einer Disco, ein wahrer Seuchenherd. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Leute hier engagieren. Und das werden ja die Bagratorianer sein. Oh, jetzt habe ich die falsch angetippt. Die meinte ich. So, gucken wir mal. Commander, schön, dass Sie einen Recycler errichtet haben. Wenn Sie in diesem Testszenario scheitern, könnten Sie sich alsbald dort wiederfinden. Alter, die sind so fies hier. So, wir haben hier noch Telgors. So, die sind auch da rein. In dieser komischen Fabrik hier müssen auch. Das bauen die ja. Hier, da müssen welche rein. Keiner arbeitet, können sie auch keinen heilen, ne? Die Resolujana war das, glaube ich, ne? Da. So, es sieht doch schon alles ganz stimmig aus hier. Ein bisschen zumindest. So, wollen wir oben eine Disco-Reihe errichten? Was? Finden wir noch Leute? Achso, da. Habe ich doch welche eingestellt von noch nicht? Habe ich nicht? Doch da. Ach, sie sind noch nicht angekommen. Okay. Wir müssen jetzt da hinlaufen. Kommt gleich. So, wir gehen mal eine Etage nach oben und bauen jetzt hier so eine schöne Disco. Besucher, die in die Disco. Okay, gucken, was hier. Space Disco. Sie sollten wissen, dass sich in dieser Galaxie Antispaß-Demonstranten herumtreiben, die versuchen, unser Schaffen zu sabotieren. Es sieht so aus, als wurde auf dem Fundeck Sprengstoff platziert. Sie sollten sich das vielleicht mal anschauen. Guck ich mir an, warte. Da, der Sprengstoff. Und den können wir runterbringen zu unserer geilen Station hier. Zack. Weg damit. So, jetzt hoffen wir auch, dass da ein bisschen was passiert hier. Wird nämlich echt eng mit uns hier. Ja, es wird uns echt ein bisschen kritisch, weil wir haben ja auch nicht mehr so viel Energie da oben. Wir müssen so ein bisschen Energie reißen hier. Wie finden denn die Leute überhaupt unsere Station bis jetzt? So, mal gucken. Spaß, okay, wartet zur Sauberkeit. Ich liebe Müll, toll, dass es hier bei geht. Okay, oh, Dusche in der Kuhle genommen, jetzt bin ich wieder frisch. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Gratulation, Commander. Sie haben es geschafft, die Disco zu errichten, die ein essentieller Bestandteil des Szenarios ist und dafür nur Overflow-Zeiteinheiten gebraucht. Oh, hoppla, mein Ausgabemodul hat eine derart große Zahl nicht erwartet. Lass mal oben gucken. Tanzen tut da noch keiner anscheinend. Da müssen erstmal Leute reinkommen, ne? Achso, da müssen auch Leute rein, den Betreiber, ne? Ohne Mucke läuft auch nichts. So, am Audiopult. Aber hier waren das die Celebraner, war das, ne? Passt ja auf jeden Fall vom Namen her. Sehr gut, Commander. Sie haben eine Celebrama angeheuert, die nun in der Disco arbeiten kann. Sehr gut. Diese feierwütige Spezies sorgt von nun an dafür, dass die anderen eher introvertierten Aliens dort auf ihre Kosten kommen. Was kann man noch hier bauen eigentlich? Disco? Was ist das? Ein Star-Cats-Café, das bauen wir auch. Bauen wir direkt daneben. Aber bauen wir ein kleines, ne? Obwohl, oh, ist schon viel zu teuer. Das können wir gar nicht kaufen. Wir bauen. Irgendwo ist es immer nach 5. Okay, gucken wir rauf.
Command, der Diskurs auf dem Fun, der kam noch lange nicht ihr volles Potenzial entfaltet. Damit sie zu wahren Entertainment-Oasen werden können, sollten sie ein klein wenig aufwerten. Ich habe folgende Vorschläge. Für jeden Besucher Bonusenergien in Höhe von 50. Der Besucher ignoriert das nächste negative Rating. Ne, wir nehmen das hier. In Ordnung, Commander. Ich werde dafür sorgen, dass die Besuchsmöglichkeiten in der Disco optimiert werden. Sehr gut. Bonus-Hack benutzen. Oh, guck mal, unten ist schon was. Commander, ein Vertreter der malodaranischen Mafia, bittet darum, Abgase am Transporter auf das Subdeck ablassen zu lassen. Dies würde die Luftqualität spürbar verringern, aber sie erhalten sofort 5000 Energie. Mach mal. So, wir machen jetzt hier erstmal die Atmosphären-Dinger noch rein. Können wir ja auch bauen. Guck mal hier, sieht auch nicht schön aus, pass auf. Überall, wo es rot ist, also kommt erstmal hier, hier eine hin. Hier. Hier. Und hier auch nochmal eine. Dann. Wenn wir die jetzt mal fertig gebaut haben, müsste es schon was bringen, oder? Ich glaube schon. So, was haben wir denn noch hier so? Also. Gehen wir kurz nach oben. Müssen wir nicht auch hier so ein Müllding haben? Wahrscheinlich, ne? Machen wir auch mal. So. Gucken wir nochmal. Spaciger Müllbot. Da machen wir einen hin. Und hier noch irgendwo. Zwei sind immer gut. So, vier tanzen schon mal. Jetzt gucken wir, ob wir Energie erwirtschaften können durch dieses Starbucks-Café. Das ist ja kein richtiges Café, aber. Ich baue das trotzdem jetzt mal hin. Wir machen es in dieser Größe. Das Kleine reicht erstmal. Wir brauchen nicht so ein Rieses. Das stellen wir hier hin. Lassen es genauso wie es ist. Logischerweise. So, seht ihr, haben oben schon ordentlich Energie verloren, aber. Das wüsste ich jetzt nicht. Was ist das hier? Black Hole Drop. Okay, das können wir noch nicht bauen. Das bauen wir danach. So, wir gehen noch kurz auf obere Deck und da stellen wir auch noch ein paar ein. Müssen wir. Oder? Kann hier keine Commander, es haben sich bereits mehr als 10 Aliens in ihrer Disco aufgehalten. Ich bin fast überrascht, dass sie dieses triviale Ziel erreicht haben. Das ist doch echt einfach nur scheiße, oder? So. Oder unten ist noch wieder irgendwas gekommen. Was ist das denn? Verlassenes Raumschiff. Commander, wir haben ein Signal von einem allerstreitenden Raumschiff. Commander, es scheint so, als habe etwas Energiediebe an Bord gelockt. Diese perfiden Gestalten errichten illegale Energiesauger, die einen Teil der in der Umgebung verdienten Energie absaugen. Oh, dies erschwert ihnen logischerweise die Erfüllung des Missionsziels, Commander. Natürlich liegt das absolut nahe, aber ich dachte, in ihrem Fall sollte ich es noch einmal explizit hervorheben. Spaß. So, die müssen wir mal finden, die Energiesauger. Ja. Huch. Gesundheit, dankeschön. So, also. Die Sensoren registrieren einen Energiesauger auf der Station, Commander. Ja, ich guck mal, wo der ist. Da. Starcats Deluxe. Commander, diese wuseligen Katzengeschöpfe in ihren Starcats-Filialen sollten dringend etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten. Ich habe hier zwei fantastische Ideen. Entspannung, Bedürfnis befriedigen. Commander, Saboteure haben Sprengstoff auf Startopia deponiert. Sie sollten das Fundeck absuchen. Mach ich. Noch eine. Okay, wir gehen mal einen runter. Das Ganze in Müllentsorgung bringen. Mann, Mann, Mann.
Das ist noch ein Energiesauger. Sehe ich noch mehr Energiesauger hier? Muss doch irgendwo einer sein. Bloß wo? Hier muss ich mal kurz welche einstellen. Krankenstation, da fehlen schon wieder welche. Warum fehlen die denn immer? Gehen die immer sich zu vergnügen oder was machen die? Anscheinend, ne? So, komm her. So, jetzt müssen wir kurz gucken, da war irgendwo noch so ein Teil, ich weiß nicht, wie gut ist. Und dann können wir nochmal kurz hier reinschmeißen. Aber wo ist das andere Teil? Eine Etage höher? Ja, das ist ja das Ding. Noch eine höher vielleicht? Hier liegt kein Energiesauger, ne? Ne. Okay, wir müssen mal gucken, wir müssen irgendwo... Irgendwo muss noch einer sein, oder? Ne, wir haben alle erwischt. Okay, aber wir können ja trotzdem mal oben jemanden einstellen, also die, die unsere Pflanzen machen. Das wären die Triaden, ne? Stellen wir mal welche ein. So. Jetzt ist es auch eng, aber wir müssen es leider machen. Eigentlich ganz schön unsere Statopia Base gerade. Wo ist da dann gekommen? Ein Schiff mit der Krankenheit würde nur zu gerne seine Viren auf ihrer Station verteilen. Ich meine an Bord kommen, um sich heilen zu lassen. Soll dieser wandelnde Seuchenpfuhl die Erlaubnis zum Andocken erteilen? Was sollen wir die holen? Sollen wir nicht? Und nein, wir sagen nein. So. Keine Zeit dafür auch noch, da uns auch noch drum zu kümmern. Da sind wir ein bisschen asozial. Gebe ich zu, was soll's. So, ich muss mal kurz gucken, was die sagen überhaupt, die wie unsere Station finden. Gesundheit, Gesundheit, Atmosphäre. Ich finde die das alle ganz gut hier. Oder nicht? Sieht ganz gut aus. Bin ich. Gut. Wir haben schon wieder oben wieder ordentlich Energie gesammelt, gerade wie ich sehe. Das kommt immer mehr zusammen. Das ist natürlich ganz cool. Müssen wir schon warten. Wir müssen ja noch was anderes bauen oben. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Was können wir denn hier so bauen? Mal gucken. Hex, Hex. Sauerstoffbombe. Verpacktes Heck, Duftwäldchen. Gesäubert ist auch schon. Was ist das? Sushi. Bauen wir so ein Ding, wenn das geht. Brauchen wir Schmuggelware für, aber das ist ja egal. Holokristalle. Heilschlamm. Unterdrückt negative Stimmung, ist auch nicht schlecht. Röhrenlift, Fuzzy. So, bauen wir das mal für mich noch so. Wenn ihr das hinkriegt, sonst ist es doch nicht so wichtig. Wenn ihr es hinkriegt, baut das mal. So, wir gehen nochmal ganz oben. So, hier können wir schon mal ernten hier. Das lohnt sich. Guck mal, die sammeln ja auch schon für uns. Wir bringen alles schon runter. Können wir auch direkt runterbringen. Wir sind auch gar nicht so langsam. So. Und auch weg. So. Jetzt langsam kommt auch wieder ein bisschen Energie zustande. Das zieht sich alles ein bisschen. Kann man das hier irgendwie schneller machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung, was es da oben bedeutet, muss ich zugeben, aber na egal.
Was? Zeig mir ein Ständchen an. Was ist da los? Gut aus alles. Viele Kranke haben wir nicht. Wir haben genug davon. Wir haben genug davon. Wie sieht es auf der Partyinsel aus? Hier oben. Wie kriegen wir denn mehr Leute noch hier rauf jetzt? Also weißt du, wir haben ja schon genug, aber wir brauchen noch ein paar mehr Leute irgendwie. Also bräuchten wir mindestens noch mal 100 Leute mehr irgendwie. Oder? Das ist ein bisschen wenig hier irgendwie. Die liefern ja Energie, aber es ist recht wenig, ne? Ist echt schwierig, das alles in Gang zu halten hier, wenn man so wenig Energie hat. Es kommt immer was dazu und muss ja auch zwischendurch immer irgendwelche dämlichen Ausgaben machen. Was machen wir? Ich schau mal kurz. Oh, jetzt wird es langsam besser da. Ich kann mir hier noch so eine Koje anbauen. Lass mal machen, dass wir ein paar mehr Leute bekommen. So ein kleines Ding bauen wir. So. Okay, jetzt geht's weg. Bam. Okay. Aber das ist doch gar nicht so verkehrt, weil dann haben wir noch ein bisschen mehr hier. Und die Leute, es kommen ein paar mehr Leute vielleicht, die sich hier andocken und auch noch ein bisschen Fun haben wollen. Ich hoffe es zumindest. Wenn man überlegt, dass es erst die ersten Szenarien sind, also es sind ja noch so Übungsszenarien hier eigentlich, glaube ich. Das ist schon bemerkenswert, wie lange man dafür braucht. Commander, Sie haben es endlich geschafft, die Hälfte der für dieses Szenario vorgesehenen Disco-Besucher zu erreichen. Ah, okay. Zu Ihrem Glück wurde das Zeitlimit, das ich vorgeschlagen hatte, nicht dem Szenario hinzugefügt. Sie ist auch echt scheiße. Sie macht ja alles nieder, was ich mache. Vergrößern müssen wir hier noch nichts. Hier können wir nachher die anderen Sachen noch einbauen. So, aber unser Café hat ja schon bald die Sachen voll. Wir können mal gucken, was das andere alles kostet, was wir da haben noch. Arcade, das nehmen wir auch. Das ist hier so eine Spielhölle oder was ist das? Können wir gar nicht kaufen, guck mal. Es fehlt noch viel zu viel Geld dafür. Wir müssen ein bisschen warten. Da rechts kommt irgendwas. Inspektor abgeschlossen, Unterhaltungsversorgung. Ein gängiger Inspektor hat eine Untersuchung auf Startopia abgeschlossen. Dabei gab es keine Störungen. Okay. Und was ist das? Ein intergalaktischer Putztrupp bietet seine Dienste an. Mit dem Starkets Café die erforderliche Energiemenge zu erwirtschaften. Ein geringer Erfolg, aber nichtsdestotrotz ein Erfolg für ein Kohlenstofflebewesen. Gut. Also das Café ist sozusagen, hat alles geschafft. Ist doch schon mal gut. So, ich gehe mal runter. Sie ist jetzt schon wieder 1000 weg da. Achtung, Commander, Saboteure haben Sprengstoff auf Startopia deponiert. Sie sollten das Fundeck absuchen. Okay. Da. Das ist ein bisschen nervig. Das zieht sich alles gerade so ein bisschen. Aber naja. Aber sonst funktioniert ja eigentlich alles. Vielleicht habe ich auch übertrieben mit ein paar Sachen, die ich gebaut habe. Vielleicht muss man gar nicht so viele Sachen dabei hinbauen. Aber ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn es alles so ein bisschen stimmt hier.
So, jetzt gucken wir nochmal, was. Na, hier noch nicht. Wenn wir nach oben gehen, wir das nochmal bauen können jetzt. So, lass mal probieren. Arcadia. Und dann nehmen wir das kleine Ding hier. So, das setzen wir hier hin. Warte. Hier. So wie es ist. Wollen wir nicht mehr reinbauen. Klar, wird größer besser sein, aber die Kohle haben wir einfach nicht, ne? Auch kurz vor Augen führen. Gut. Also eigentlich sind wir ganz gut dabei, oder? Ich sehe jetzt gar keine so Komplikationen gerade. Kommt wahrscheinlich gleich noch. Da ist schon einer von den Fuzzies, der baut das Ding schon für uns. Sehr gut. Commander, Sie haben es fertiggebracht, eine Arcade-Station zu errichten, in der simulierte Aliens nun simulierte Simulationen spielen. Amüsant, wenn man darüber nachdenkt, nicht wahr? Ja, das stimmt. So, hier, da ist Schmuggelware, die brauchen wir. Mit der Schmuggelware können wir nämlich auch was bauen, ne? Nur so nebenbei. Wie ist eigentlich wieder hier reingekommen, die Schmuggelware? Fragt man sich auch immer, ne? Wie kommt die Schmuggelware eigentlich da rein? So. Arcade 64. Commander, denken Sie nicht, Ihre Arcade-Räume könnten etwas mehr Pep verbrauchen? Nachdem drei meiner Substitutionen sich nur damit beschäftigen, Speedruns für aktuelle Spiele zu erstellen, kann ich das nur bejahen. Ich hätte da bereits zwei konkrete Ideen im Auge. 4 Giga Augenbesucher bekommen zu 5% Krankheit 4 Giga Augen. Gehen wir Befriedigung 10%. Arcades verbrauchen 10. Arcades verbrauchen 100 Energie die Minute. Gamefriend. Ach komm, dann machen wir lieber das Kranke. Wir haben eine Krankenstation. Ich hoffe, Sie haben sich die Konsequenzen dieser Entscheidung. Da haben wir uns überlegt. So. Guck mal, das Arcade-Ding mal an hier. Geh mal da rein. Finde ich bestimmt super, das drin. Muss da irgendwas machen? Kann nur top werden. Los, geht da rein. So, hier haben wir auch nicht mehr so viel. Gehen wir ganz nach oben. Den Sauerstoff können wir nehmen. Ein bisschen Nahrung. Mehr Nahrung. Nach unten. So. Was ist mit unserer Fabrik? Hat die irgendwas hergestellt schon hier? So eine Warteschleife, bis der ganze Kram kommt, okay. Ja, ist so. Müssen wir warten. Eigentlich ziemlich cool. So, was haben wir denn noch hier? Was haben wir da drin alles? Da ist ein Disco-Kugel drin. Die nehmen wir mit. Was ist das da? Komm, wir sind in Krat, okay. Kannst du doch alles bauen lassen, ne? Die Disco-Kugel nehmen wir mal mit, hier. Geh nach oben. Können wir die hier reinpacken? Nee. Verpackte Disco-Kugel. Da kann man die entpacken, auspacken.
Perfekt. Jetzt sieht doch mal scharf aus, oder nicht? Okay, was jetzt großartig gebracht hat, wissen wir nicht, aber wir machen es nochmal. Da freuen sich alle, die hier drin sind, oder? Ich glaube schon. So, wir bauen mal das nächste Objekt hier. Wenn wir es bauen können, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall können wir das, die Lootbox bauen. Das haben wir ja schon. Gucken, ob wir die bauen können. Ah, können wir es tatsächlich. Hier. Wo kommen die denn hin am besten? Die Lootbox hier irgendwie? Gleich am Anfang? Nee. Ist auch doof, ne? Die Lootbox. Stellen wir hier hinten hin. Und da kommen wir rein. Stellen wir hier die Seite. Pack mal da hin. Was soll's? Mal sehen, was die so kann. So, hier passiert gerade nicht so viel. Sind wir alle glücklich? Das ist ja schon mal was. Mhm. Speichert gerade. Ich glaube, das Ding speichert immer eine halbe Stunde oder so. Automatisches Speichern, deswegen können wir auch schon mal aus dem Anfang. Oh, guck mal, sie bauen jetzt das Ding fertig. Commander, die Lootbox-Lotterie wird ab sofort für einigen Umsatz auf Startopia sorgen. Dass man den Aliens mit Hüten ihre Energie aus den Taschen ziehen kann, fasziniert mich noch immer. So, wir gehen mal ganz kurz runter. Wir müssen, ich sehe gerade, unser Bonusziel können wir auch locker erreichen. Ja, das Ding klauen hier. Dann können wir das doch wieder reintun, das andere. So, warte mal. Das Ding wollte ich wieder haben. Hier nochmal nach oben. Ich setze sie mal hier hin. Die Disco-Box hier im Pack. Commander, ich vermute, man kann davon ausgehen, dass Sie mittlerweile verstanden haben, wie HEGs eingesetzt werden, um Besucher zu beeinflussen. Haben. Beeinflusst gerne Besucher mit nicht zugelassenen Geräten in Personalakte vermerkt. Lucky Number 7, okay. Commander, auch wenn ich nicht ganz den Reiz von Glücksspiel verstehe, da letztlich die statische Bewertung immer einen Erwartungswert zugunsten des Anbieters ergibt, scheinen sich die Besucher doch immer mehr sehr wohl zu fühlen. Dementsprechend schlage ich vor, die Lootbox-Lotterie aufzuwerten. So, Lootbox-Lotterie. Für jeden Besucher wird Bonusenergie in Höhe von 150 erzeugt. Einer ihrer Besucher ist verstorben. Ihre Einheiten befinden sich im Kampf. Nach jeder Benutzung gibt es eine Chance von 5% für eine Störung. Machen wir das Erste. Ausgezeichnet, Commander. Ihre So, wer ist, warum ist einer? Warum befindet sich ein Kampf hier? Oh, ich habe gar nichts gebaut hier wegen Kämpfen und so, ne? Nur mal so nebenbei. Zack. Die meisten Besucher sind mit ihrem Aufenthalt sehr zufrieden. Das ist sehr gut. Wir gucken, was das ist. Ihre Einheit befindet sich im Kampf. Zeig mal. Wo denn? Ist hier eine gestorben? Verstorbenes Alien. Sie haben die für das Testszenario vorgesehene Anzahl an Disco-Besuchern erreicht. Ah, sehr gut. Ein erster Schritt. Ich bin fortan nur noch moderat pessimistisch, was ihre weitere Laufbahn angeht. Sehr gut. Gut. Oh, hier. Ein paar einstellen wieder. Immer schlecht, wenn in der Müllstation keiner ist, ne? Kriegen wir weniger Energie. Feinde greifen den Energiekern an. Ja, ich komme sofort, warte. Och, dauert so lange dieses, das braucht echt ewig, dass man da reinkommt. Das ist wirklich nervig. Das muss schnellstens gemacht werden, wirklich. Mal gucken, wo die Feinde sind. Ach da, hier, er hier. Der Energiekern nimmt Schaden. Das ist schlecht. Können wir reparieren? Kommt die nicht töten irgendwie? Commander, es wurden Bomben auf Startopia abgeworfen. Sehen Sie schnell nach, ob eine auf dem Fundeck gelandet ist.
Boah, ist das nervig. Da. Der Energiekern nimmt Schaden. Warum stirbt das Viech nicht? Ist da keiner, der angreifen kann? Ich habe nichts gebaut, was angreifen kann, das ist das Problem. Ja, der verliert ja auch irgendwie Energie die ganze Zeit, ne? Explodierende Brutparasit. Ich kann leider nicht platt machen oder so. Würde ich gerne machen, geht aber nicht. Der Energiekern wird angegriffen. Ich weiß es. Ich kann bloß gerade nichts machen irgendwie. Ich muss dann gucken, ob ich noch irgendwas bauen kann, was uns da raushelfen kann. Was gibt's denn hier noch so? Gibt's hier irgend so eine... Nee, gibt's nicht. Ich weiß nicht mehr. Kann auf jeden Fall sowas bauen, manchmal. So. Commander, Sie haben durch diese lächerlichen Lootbox-Hüte genug Energie erwirtschaftet, um das gegebene Ziel zu erreichen. Gratulation. Sehr cool. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob wir den Aliens noch Sammelkarten andrehen können, die sie dann auch gegen eine Gebühr weiterverkaufen können. So, wir müssen noch ganz nach oben gehen, an den Thunder gehen. Und dann könnten wir jetzt das andere Ding ja noch bauen, wenn wir Glück haben. Ich glaube es aber nicht. Gucken wir mal, ob noch Platz ist irgendwo. Das wäre das Ding hier. Oh, kriegen wir noch Platz irgendwo hin? Habe ich echt zu blöd gebaut jetzt alles hier. Warte mal kurz. Ich kann es auch ein bisschen rücken hier, ne? Machen wir mal. Reparieren, brauchen wir nicht. Bearbeiten. Dekonstruieren, was ist das denn? Warte mal. So. Gehen wir da hin? Dann müsste es doch passen, oder? Und dann müssen wir nur noch hier das Anzeichen hinstellen. Ich hoffe, das passt jetzt hier rein. Hier haben wir ziemlich praktisch. Nein, nicht Arkade. Quatsch. So, hier. Black Hole Sun, wollte ich gerade sagen. Ja. Warten wir, bis das fertig gebaut ist. Dann gucken wir, was passiert. Genug Kohle haben wir gemacht damit. Müssen wir noch ordentlich was erwirtschaften. Energie durch Arcade erwirtschaftet. 1350. Es fehlt also noch ein bisschen an was. Oh, was passiert da unten denn? Ein Arbeiter Süden? Zeig ich mir mal. Warum ist der wütend, fragt man sich, ne? Befördern wir ihn doch einfach. Da. Jetzt ist er denn nicht mehr so wütend. Guck mal, die Wut ist weg. Perfekt. Ich bin begeistert, Commander. Sie haben mit der Arkade so viel Energie erwirtschaftet, wie es dieses einfache Testszenario vorgibt. Gratulation. Dieses einfache Testszenario ist auch mal geil, ne? Hier bauen wir auch schnell auf. Das ist schon mal gut. Haben wir auch nicht mehr so viel eigentlich. Also ist ein bisschen länger das Level hier, merke ich gerade. Das Problem ist aber, es glaubt man gar nicht. Also wenn man sich jetzt wahrscheinlich, wenn man zuschaut, denkt man sich, aber wenn man so spielt, irgendwie verliert man sich so ein bisschen drin, muss ich gerade zugeben. Weil auch überall was passiert irgendwie. Oder wieder wütend, ist das gleiche? Gerade eben schon. Der ist ja nicht mehr wütend. Also von daher. Egal. Commander, der Black Hole Drop wurde fertig konstruiert. Ab jetzt können sich Ihre Besucher dort die Seele aus dem Leib schreien. Viel Vergnügen.
Wow, der sieht cool aus. Ich bin gespannt, ob die Leute das machen. Ganz nach oben. Wie läuft eigentlich alles rund? Was soll man da noch groß machen? So, Black Hole. Mal gucken, was wir da ändern können. Black Hole Drop Bedürfnisbefriedigung minus 10%. Aliens übergeben sich niemals nach Nutzung. Machen wir das hier. Was soll's? Kurz und knackig, Commander. So, aber es sind schon welche drin gewesen, sehe ich gerade. Denn wir haben schon 125, also 10%, was wir brauchen, haben wir schon erwirtschaftet. Das ist doch schon mal gut. Hinten kommen auch welche. Gehen die da auch hin? Ja, ich glaube, die gehen da hin. Das ist ja spannend. Oder ist schon ein bisschen spannend. Da. Oh, das gibt Kohle für uns da. Das ist ja cool. Beziehungsweise Kohle, ich sage immer Geld, ne? Dabei sind es ja nur Energie. Sachen, aber was soll's. Komm, der ist cool drauf. Ich befördere ihn einfach mal. Pass auf. Bam. So bin ich zu dir. Was ist mit ihm hier? Nö, du kannst eine Beförderung bekommen. Bitte schön. Befördere jetzt einfach alle hier. Die haben es verdient. Das sind gute Menschen. So. Ich habe schon einiges da erwirtschaftet. Viel mehr können wir jetzt aber nicht machen. Jetzt können wir eigentlich nur abwarten, weil mehr passiert hier, glaube ich, gerade gar nicht. Das nehmen wir auch mit. Das auch. Das auch. Das auch einer, ne? Gehen wir auch mit. Gehen wir runter. Wir geben das ab. Boah, gehen wir gleich runter auf Bodenhöhe. Das ist schon ein bisschen nervig. Oh, alles weg. Besser geht's noch nicht. Was ist ihm hier eigentlich? Warum strahlt er so? Schauen wir den mal an. Dringend einen Arzt, sagt er. Ist der verrückt? Ärzte kosten. So, wir brauchen mehr Leute, die da hochgehen in diesen Black Hole Drop reingehen. Ein heißes Teil, los Leute. Kann man dafür Werbung machen? Nee, ne? Hm. Naja, wird schon kommen. Guck, wie sie sich freuen hier drin mit der Disco. Ist auch geil, ne? Oh. Was ist da los? Für die durch illegalen Zeuge von Schmuggelware mussten. Okay. Haben wir schon gedacht. Eine Reisegruppe Dryaden hat von ihren Angestellten grünes Licht erhalten und wird in Kürze in einer Schleuse andocken. Geil. Was ist das? Ein intergalaktischer Putztrupp bietet seinen Dienst an für 200. Los, räumt auf. Das kann es ja nicht sein für uns. Hm. Ich drehe doch vollkommen ab hier, ne? So, hier machen wir auch nicht. Also ich brauche eigentlich gerade gar nichts machen. Es ist ein bisschen träge, aber es läppert sich ja selbst langsam da. Also von daher, alles richtig gemacht, ne? Warten wir mal kurz ab. Man müsste ein bisschen vorspulen können ab und zu. Kann ich aber nicht. Achso. Hm. Nö, geht nicht. Das ist eigentlich schade. Müsste so ein bisschen, also nur so ein bisschen so ein. Sieht ja so da oben aus, oben links, dass man so vorspulen kann, aber das kann man nicht. Dann wieder auch zurück noch vorspulen, was natürlich cool wäre, wenn es so sein würde. So, brauchen wir nicht die Mafia, weil wir haben ja genug Kohle gerade, beziehungsweise Energie. Macht nicht so viel Sinn für uns. So, geht doch mal da rein, da, Leute. Ihr seht so aus, ob ihr gerne da rein wollt. Ihr kleinen
Hyopies. Achtung, Commander, Saboteure haben Sprengstoff auf Startopia deponiert. Sie sollten das Fundeck absuchen. Ja, macht nicht so viel Sinn mit dem Sprengstoff eigentlich. Oh, naja. Bringen wir das mal schon weg. Weg ist der Bomb. Ich wundere, dass nicht so viele hier hinten reingehen wollen. Ich muss hier was wegnehmen, damit die nur noch da reingehen. Pass mal auf. Könnte ich den eigentlich mal wegbauen hier, ne? So. So, mehr brauchen wir nicht. Die sollen hier reingehen. So, wir müssen, glaube ich, mal die Atmosphäre hier oben verbessern. Kann das sein? Ich glaube schon. Warte mal. Ja, guck mal an hier. Ich habe irgendwie gedacht, dass es hier nicht so sauber luftig ist hier. Treiben es ein bisschen immer. Aber lieber so, als wenn die sich beschweren, ne? Was sagen die überhaupt zu dem ganzen Laden hier? Gucken. Wartezeit, Gesundheit, Wartezeit, Wartezeit. Scheint alles ganz gut zu laufen, oder? Für uns? Ich glaube schon. Ich kann natürlich die auch schnell erholen hier, ne? Gehen wir hoch. Ich kann ich doch direkt hier rauslassen, oder? So. Oh, den muss ich wieder mitnehmen. So, 875 haben wir. Kann man hier auch noch was zu essen hinstellen oder so? Die haben bestimmt Hunger hier oben im Fundeck, glaube ich. Könnt ihr euch gut vorstellen. Also ich hätte Hunger hier oben. Insektenlampe. Schleimkunstwerk, Bodenaquarium. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ein geiles Bodenaquarium. Donutstatue. Schauen wir mal hier hin. Hier hinten. Hier so. Hier da. Nur mal zu sehen, wie es aussieht. So, wir haben noch eine Person, muss noch mit dem Ding eiern und dann haben wir es geschafft. Guck mal, da baut er unser Bodenaquarium. Mal sehen, wie es aussieht. Yes, oh, das ist aber nice, oder? Mal rangehen. Lustig. Sieht wirklich schon lustig aus, oder? Und hier, unser Donut-Statue. Für Homer Simpson. Da kommt schon. Der letzte kann auch noch mal mit dem Lochfahrzeug rumeiern, wie wir das hinter uns haben hier. Ab ins schwarze Loch. Mal gucken, wie die schreien. Kreischen sie. So. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt noch einer kommt, der gerne rein will. Ja, da hinten, da, der Telrane, Telgor. Warne, wie heißen die? Yes. Glückwunsch, Command R. Sie haben das Testszenario tatsächlich überstanden. Bitte verzeihen Sie meine zwischenzeitlichen negativen Kommentare. Damit sollte nur ermittelt werden, wie Sie in Stresssituationen agieren. Das ist ja nett. Oh, und es gibt einen weiteren Punkt, den ich ansprechen muss. Tatsächlich war dies nicht das letzte Testszenario, Commander. Diese Falschinformation wurde ebenfalls dazu genutzt, um eine Stresssituation zu erzeugen. Fortan werde ich Ihnen selbstverständlich keine fehlerhaften Informationen mehr geben. Insofern noch einmal meine Glückwünsche. Wenn Sie bereit sind, können wir uns dem nächsten Testszenario widmen. Die Stimme hat so ein bisschen was von Portal, von dem Computer da, der ja auch noch auf seinen Kuchen gewartet hat. Ja, gut, 82% glücklich.
wir haben ja eigentlich alles geschafft, was wir sollten. Also von daher, Hut ab. Ja, doch schon ganz schön lang, wenn man sieht. Also ich muss mal sehen, ob ich jetzt über diese drei Testszenarien, ob ich da noch weiter spiele für euch oder mir das lieber selber so zu Gemüte führe. Könnt ihr mir in den Kommentaren mal hinterlassen, ob ihr es interessant findet oder ob ihr sagt, ah, komm, das ist jetzt so ein Strategiespiel, oh, ist nicht ganz so heil. Es sei denn, man spielt gegen andere Gegner wahrscheinlich, also gegen menschliche. Nun gut, ich wünsche euch viel Spaß noch und meldet euch und abonniert. Bis dahin, tschüss.